Wir sollten noch einmal Faidan die Situation schildern, bevor wir uns zum Lager der Geth aufmachen. Wenn jemand uns nützliche Informationen geben kann, dann er. Was zum Gluten? Ups. So. Dann gehen wir mal zurück. Da starten den Bericht. Müsste eigentlich jetzt auch nichts mehr sein. Ja, es sieht aus wie so eine Art Stadtplanet, der, ja, so eine Art Mischung aus Stadtplanet, der so verschmutzt ist durch Luftverschmutzung und generell allem. Oder halt einfach so eine Art Coruscant, was angegriffen wurde. Keine Ahnung. Im Moment kann man hier auch nicht so viel sehen, leider, durch die Wände. Naja, aber wir fahren, glaube ich, nachher noch über so einen Steg rüber. Da sieht man dann ein bisschen mehr. Gucken, was die beiden zu sagen haben. Der Turm ist gesichert. Danke, gerne. Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Was ist Exogeny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Bestimmt. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Geth-Schiff gelandet. Und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macca Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Macadamia. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? May O'Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Haben Sie irgendwelche Informationen über Geth in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten Sie einen Transmitter zur Koordinierung Ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Ja, es sind noch Geth in den Tunneln. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Ja. Natürlich, Commander. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geth hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen. Die Normandy ist nicht besonders groß, aber ich könnte alle ausfliegen. Die Geth-Fighter sind viel zu gefährlich. Und ich lasse mich hier nicht vertreiben. Dies ist unser Zuhause. Hier gibt es Chancen auf Wachstum, die andere Welten uns niemals bieten können. Ja, verständlich. So leicht möchte man sein Zuhause dann auch nicht verlassen. Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen?
Axel Jenny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die Geht vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Geht mehr als wir. Ich glaube nicht, dass sie uns das sagen werden. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Jo, dann suchen wir uns mal die einzelnen Personen hier und quatschen die mal zu, was denn ihre Probleme sind. Warte mal, können wir jetzt mit den beiden da näher sprechen? Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geht erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Wissen Sie, wonach die Geht hier gesucht haben? Ich kann mir keinen Grund für diese Angriffe denken. Wir wollten hier nur unser Zuhause aufbauen. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum können Sie mir nichts sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faidan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? Es wirkt fast so, als wollten Sie nichts sagen, was nicht vorher mit dem Oberhaupt abgesprochen wird, als ob es irgendwie doch irgendwas gäbe, womit man Dreck am Stecken hätte. Ich muss gehen. So ein bisschen. Bitte. Es tut so weh, wenn ich daran denke, was wir verloren haben. Die scheint sich alles sehr viel mehr zu Herzen zu nehmen als die anderen hier. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geht uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Waren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Geht konzentrieren. Wenn Sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Süßte, das hört sich doch irgendwie so an, als ob da Dreck abstecken wäre. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geht. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von den Waren. Solange die Geht angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Waren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Ja, die kriegen wir schon irgendwie gejagt. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Dann sammeln wir ein bisschen Fleisch nachher. So, wen haben wir da? Das ist bestimmt die wegen Wasser, oder? Gute Arbeit mit den Geet. Ich bin froh, dass sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Strom. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandie bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geht übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen.
Wir müssen uns selbst versorgen können. Sie wissen doch, wo das Problem mit dem Wasser liegt. Die Kolonie kann sich nicht erlauben, noch mehr von uns zu verlieren. Wir sind einfach zu verwundbar. Trotz der ständigen Angriffe scheinen Sie nur an das Wasser denken zu können. Ich kann an nichts anderes denken. Es ist so viel geschehen. So viele Schmerzen. Wenn ich mich um meine Aufgabe kümmere, fühle ich keine Schmerzen. Ihre Leiden sind unübersehbar. Diese ständige Bedrohung zerrt an den Nerven. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe. Ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Geth angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Schon wieder werden wir zu ihm geschickt. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Fragen Sie Faidan oder jemanden anderes. Erzählen Sie mir von sich. Lieber nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es. Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Ich muss gehen. Viel Glück. So, jetzt quatschen wir die Nummer an. Ich weiß gerade nicht, ob er uns mehr darüber gesagt hat. Aber da muss doch irgendwas im Busch sein, wenn wir nur mit dem reden sollen die ganze Zeit über die Kolonie. Commander, was kann ich für Sie tun? Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Geth fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich. Das Kolonialbüro auf der... Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Okay. Wir sprechen uns wieder. Glück, ich dachte, er würde uns jetzt vielleicht was anderes sagen, nachdem wir die alle angesprochen haben, aber scheinbar nicht. Da ist aber noch ein Ausrufezeichen. Kriege ich das von ihr dann wahrscheinlich. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Ja, soll er auch nicht. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Was können Sie mir über die Geth sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Gehen. Und Sie interessieren nur die Geth. Ich kann auch wieder gehen, wenn du so rumzickst. Ich kann ja auf eine Art und Weise verstehen, dass sie wütend ist, aber wenn dann jetzt auch einmal Hilfe da ist, diese Hilfe anzuzicken, ist auch nicht gerade die beste Art. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Na gut. Auf Wiedersehen. Commander? Haben wir noch wen, den wir hier anquatschen können oder wo wir hin können? Der Fahrstuhl, Treppen zum Tunnel. Wir gucken mal hier kurz. Ach, wir können wieder ein paar Punkte verteilen. Sturmangriffstraining, Fitness. Bei ihr haben wir die Elektronik nochmal einen hoch. Und die Dechiffrierung. Und bei ihm Präzisionsgewehr und Sturmangriffstraining. So. Ausrüstung kriegen wir noch ein bisschen was hinterher. Da können wir jetzt eigentlich mal gucken, ob wir da was Besseres haben. Die Avenger. Ja, komm. Ein paar nützliche Mods, die wir drauf klatschen können. Kühlkörper ist immer ganz gut. Und
den können wir auch nochmal mit reinbasteln. Schrotflinte. Da ist die Präzision höher, der Schaden minimal geringer. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Das heißt, da können wir den mal nehmen. Minus 20% Hitzeabsorption. Ah, ne. Waffenstabilität. Ja. Bei. Ah, ich weiß gerade nicht. Habe ich die hier mit drin, die Waffenstabilität? Nee, ne? Dann würde ich die lieber dafür nehmen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Kriegt er noch ein bisschen Damage da mit drauf. Hm, wo haben wir sie denn jetzt? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Dabei. Haben wir hier noch ein bisschen Rüstung, was wir nehmen können. Assassine ist besser. Ja. Packen wir den nochmal ein. Haben wir für ihn noch was? Nö, an Rüstung. Für sie auch. Doch, da haben wir was. Zack. Dann gucken wir erstmal bei Shepard. Der kriegt immer das Bessere. Immerhin spielen wir ihn ja. Gesundheitssituation. Schilde. Aber die Schilde. Schildgeneration. Und Gesundheitsregeneration. So. Tagebuch. Oh ja, da haben wir jetzt einiges. Das sind alles. Aber generelle Reiseteile. Lieferungen untersuchen, ja. Das ist Ferros. Das suchen wir alles im Laufe der Zeit ab. Größtenteils ja Nebenmissionen, die wir unterwegs dann machen können. Nehmen Sie den Fahrstuhl von Zeus Hope runter zum proteanischen Skyway. Bahnen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug einen Weg zum Exogeny Hauptgebäude, Hauptquartier und untersuchen Sie die Guest-Aktivitäten. Das machen wir dann gleich. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und jetzt werde ich erstmal schön was essen. Und dann machen wir uns auf den Weg beim nächsten Mal. Bis bald!